Also Archäologie ist eine Geschichte, die mich eigentlich schon relativ lange fasziniert hat. Und wir haben zum Beispiel selbstständig so eine Schülerarbeitsgruppe gehabt und da gab es wirklich herrliche Momente des Auffindens von bestimmten Funden oder von Ausgrabungen. Das ist eine Geschichte, die eigentlich bei mir seit dem 12., 13. Lebensjahr am Laufen ist. Der spannendste Fund war eigentlich ein merkwürdig gestalteter Bärenkopf aus Keramik, partiell rot bemalt, auf einem Siedlungshügel in Bosnien bei Sarajevo, so in etwa aus der Zeit 4900 vor Christus. Also es gibt natürlich in der Öffentlichkeit so dieses schöne Bild, was immer entworfen wird, der Archäologe als Abenteurer. Ich glaube, das ist ein Klischee. Archäologie ist an für sich eine stark auf harte Arbeit und Analysen beruhende Tätigkeit. Die Faszination liegt natürlich daran, dass man immer dabei ist, Geschichte schreiben zu können.